Hier sind wir also im Nichts, wieder zurück im Nichts, um genau zu sein. Wir waren ja schon mal hier am Anfang unserer Karriere. Aber irgendwie sah das damals ein bisschen anders aus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. In der letzten Folge haben wir versucht, den Zirkel der Magi zu befreien. Wir sind den Turm der Magi auferstiegen. Aufgestanden ist das falsche Wort. Auferstiegen ist richtig. Und sind jetzt hier im Nichts gelandet und interessanterweise ohne unsere Freunde. Das ist natürlich uncool. Da leuchtet was. Das Teil würde ich gerne haben wollen. Kann ich das haben? Könntest du? Nein, darf ich nicht. Uncool. Das hier erinnert mich irgendwie an den Beginn, wo wir mit Duncan geredet haben und zufällig steht er auch da. Duncan, was machst denn du hier? Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Die Stimme passt nicht. Die Stimme passt nicht. Du bist tot. Tot? Ich? Ich stand oft kurz davor, aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen. Ich wollte nur sicherstellen, dass du hier in Weißhaupt glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr? Irgendwie nicht, ne? Irgendwas stimmt nicht. Alles ist, wie es sein sollte. Wir haben die dunkle Brut geschlagen. Es herrscht Friede auf der Welt. Das bezweifle ich. Die dunkle Brut ist also geschlagen. Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Ah ja, du verbirgst etwas von mir. Du Narr! Ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Nein, du betest Selbstzufriedenheit und nicht Frieden. Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Okay, wo jetzt hier dunkle Brut ist, weiß ich nicht, aber das wird jetzt lustig. Gegen drei Leute alleine ist nervig und schwierig. Sie sind immer so Obwohl. willig aufs Kämpfen, nicht wahr? Ziemlich leicht Es zu erledigen. geht los! Auch du. Heizen. Duncan, kann ich dich mal verbrennen? Und jetzt einfrieren? Das war viel zu einfach. So kann ich das da nicht irgendwie aufnehmen. Nein, schade. Schade, weil das dürfte mir einen Bonus geben. Finde ich jetzt uncool. Ui, ein Podest im Nichts. Das reine Nichts. Hier sind wir also im reinen Nichts. Ja, das ist das Nichts, so wie ich es kenne. Niall, du bist ja auch Wer hier. seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Moment, ich kenne euch doch, oder? Ihr seid die Schülerin, die mit dem grauen Wächter fortgegangen ist. Wer hätte gedacht, dass ihr hier oben bei mir enden würdet? Dass ihr aus der Falle entkommen seid, war gute Arbeit. Aber natürlich. Ich dachte, ich wäre auch entkommen. Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Naja, wir kennen uns doch. Wirklich? Es tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Dieser Ort, er stellt seltsame Dinge mit dem Verstand an. Ich bin Niall, falls ihr das nicht bereits wusstet. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Naja, ich meine, wie gesagt, ich kenne euch schon und Owain sprach auch von euch. Owain hat mir sehr geholfen. Das kann ich ihm nie im Leben vergelten. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Wirklich alle? Warum sind denn hier eigentlich so viele Blutmagier? Ich weiß nicht. Sie müssen es insgeheim betrieben und sogar andere ausgebildet haben. Ich kannte diese Leute, vertraute ihnen. Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels. Aber jetzt, dieser Ort saugt einem alles ab: Hoffnung, Gefühle, das Leben. Wir finden einen Weg hinaus. Bestimmt. Nein, es gibt keinen Weg hier raus.
Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel, aber man kann sie nicht erreichen. Die 5 Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Könnten meine Gefährten auf einer der anderen Inseln sein? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träume. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Erzähl mir mal etwas über diesen Schutzkreis, über den du was herausgefunden hast. Ich weiß nicht viel darüber. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst. Ach nein. Du hattest was von Hindernissen erwähnt? Ja. Es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Ein brennender Fluss vor einem Portal oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht. Doch kein Schlüssel passt. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand. Eine Maus rannte hin und her. Aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Du konntest mit einer Maus reden? Warte mal, eine Maus? Ich habe im Nichts schon mal eine Maus getroffen. Oh, es gibt viele davon. Viele Träumer. Einige halten sich für Mäuse, andere für Wölfe, Nachtigallen oder Tintenfische. Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Naja, da hast du eine gute Idee. Was weißt du denn über den Dämon der Trägheit? Nicht viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Aber wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir auch entkommen. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Lieber bewundern. Ich komme zurück, Neil. Lasst euch nicht aufhalten. Hatte ich wirklich nicht vor. Nein, aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Wir haben auf der Seite nichts, okay. Aber auf der Seite ein Portal. Ein Portal und ein Dämon des Zorns, direkt. Der wird eingefroren. Okay, er wird nicht eingefroren. Er widersteht mir nämlich. Mein Gott, da ist die Maus. Danke, aber für mich ist es zu spät. Tötet Jevina, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für... Für dich? Wir können unsere Form ändern. Wir können Mäuselöcher jetzt nutzen. Das ist cool, aber erstmal will ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Weil wir vielleicht noch was finden. Oder auch nicht. Ach Mensch, Mäuschen. Wir sind jetzt eine Maus und wir sind verstohlen. Das heißt, dass wir unsichtbar sind. Yay. Naja, so halbwegs. Maus zu sein wäre jetzt uncool. Dann kann ich nicht zaubern. Aber selbstverständlich. Stirb. Diese Dämonen sind viel zu einfach. Wirklich viel zu einfach.
Das ist mal eine Statue. Holy shit. Und eine Tür. Und weitere Dämonen. Na super. Obwohl, das ist ein niederer Schatten. Mieses Stück Dreck. Kämpft er gegen mich? Das sah gerade nicht danach aus. Du hast schon ein bisschen mehr ausgehalten, aber nichts, was ich nicht besiegen kann. Ich muss daran denken, meine Fähigkeiten einzusetzen. Ist natürlich uncool, dass die gecancelt werden, sobald ich eine andere Form annehme. Ich sehe den Dämon da hinten. One Hit. Super. So, wo sind wir hier? Hey, Niall. Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Was ist geschehen? Kann ich dir sagen, ich bin zu einer Maus geworden. Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dort hindurchzuschlüpfen? Ja, es war ganz leicht. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Das wäre natürlich cool, ne? So, wir können jetzt in diese anderen Teile gehen. Die Invasion der dunklen Brut, der Albtraum des Templers, der Magiebrecher und der brennende Turm. Ich glaube, ich gehe mal zuerst zum brennenden Turm und schaue mir das hier mal genauer an. Es ist quasi der Zirkel der Magie, ne? Hallo. Ui, ein brennender Templer. Der muss mal auf Eis gelegt werden. Ich bezweifle sehr stark, dass Feuer was bringt, deswegen werde ich ihn mal nicht verbrennen. Da ist ein kleines Mauseloch. Eine Mausetür, wollte ich gerade sagen. Und da hinten ist auch ein Mauseloch. Und hier hinten sind noch ein paar Templer. Ja, brennende Templer. Gegen die das Eis ziemlich gut ist. Ui, ich bin betäubt, das ist uncool. Chill doch mal. So, da kommen wir nicht rein. Kommen wir da rein? Warte mal. Das wär's jetzt. Nein, geht nicht, okay. Das wär's jetzt gewesen. Genau so wird es geschehen. Wir könnten nach oben gehen, aber ich glaube, ich will mir erstmal die Mäuselöcher hier angucken. Wie das klingt. Ich bin eine Maus. Hui. Das alles? Na gut, dann lohnt sich's echt nicht. Dann sollten wir vielleicht einfach nach oben gehen. Was schwebt denn da hinten? Das sieht ja auch gut aus. Wo sind die Feinde? Da hinten, brennende Hunde. Ui, uncool. Aber auch die sind kein Problem. Auch wenn die an jeder Ecke auf uns warten. Ich sehe dich da. Sogar mit deinem Templerherrchen. Du hast vielleicht Nerven. Ja, das hat er. Was für Nerven. So nervige Nerven. Oh, ich glaube, da klebt Blut an mir. Lyrium, ein neuer Codex-Eintrag. Hallo, Wuffy. Aber selbstverständlich. Kühl mal ein bisschen ab. War ein heißer Tag heute. Oh, ich glaube, da klebt Blut an mir. So, wenn ich es richtig gesehen habe, ja, dann ist da auch eine Feuerwand. Dann gibt es tatsächlich nur den Weg durch die Mausegestalt. Durch das Mauseloch. Was? Was? Wer bist du? Ein Templerträumer? Ich muss dich so jetzt erstmal erledigen. Kontrollieren. Aber er brodelt. Er brennt. Ihr müsst sterben. Du brennst vor allem. Oh, könntest du mich nicht? Ja, sowas. Der Zorn verblasst. Ich bin frei.
Nehmt Ragos Kraft, setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle. Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träume, andere Kräfte. Der einzige Weg. Ich verstehe. Wir sammeln also quasi jetzt die ganzen Gestalten, um dann die Dämonen zu erlegen. Cool. Aber das heißt, dass ich jetzt durch Feuer gehen kann? Jo. Das ist ja cool. Warte mal. Okay, da in die Tür komme ich noch nicht, weil ich nicht die richtige Gestalt dafür habe. Aber bedeutet das, dass ich hier vielleicht irgendwo anders noch reinkomme? Oder was vorfinde? Das wäre ziemlich cool. Nein, tatsächlich nicht. Oder? Nein. Das ist eine Geistertür, die bringt mir nichts. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen, wenn wir die anderen Gestalten hier haben. Wo können wir denn sonst jetzt noch hingehen? Wir können noch zum Magiebrecher gehen. Der Magiebrecher, da sind wir jetzt. Ich sehe eine Tür und ein Mauseloch. Ich gehe erstmal durch die Tür. Weil wenn wir kämpfen müssen, dann würde ich gerne so kämpfen. Aber selbstverständlich. Hast du mich gerade eingefroren? Ich sterbe gerade. Uncool. Danke. Wundervoll. Ja, er ist tot. Wie wundervoll. Hallo, schreit mich doch nicht so an. Was war das denn schon wieder? Das ist eine gute Frage. Genau so wird es geschehen. Was ist das da? Und warum kann ich es nicht annehmen? Mann. Das ist ja uncool. Brauche ich dafür auch eine andere Gestalt? Das kann sogar sein. Wir können niemandem trauen. Vor allem nicht einander. Doch die Lösung ist so einfach. Wir töten. Und zwar jeden. Ganz wunderbar. Töten sie sich jetzt gegenseitig? Interessant. Die sind immer so gierig aufs Kämpfen, nicht wahr? Meine Fresse, jetzt brenne ich. Du bist tot. Und du auch. Hörst du auf? Mann! So. Das war vielleicht gar nicht mal so klug. Mein Feuer kann mir jetzt nichts mehr anhaben, aber das war sehr knapp vom Leben her. Könnte ich mich bitte mal heilen? Haben wir sonst irgendwas hier drin? Nein. Absolut nicht. Hallo, Dina. Du hältst ja richtig was aus. So, was machen wir denn jetzt? Wir verbrennen sie. Ist doch klar. Du hättest auch ganz einfach aufgeben können. Die hätten wirklich einfach aufgeben können. Aber sie wollten nicht. Sie wollten lieber kämpfen. Kann ich ihnen nicht verübeln. Da ist noch einer. Direkt in meinem Rücken. Uncool. Hörst du auf damit? Das hat dir niemand erlaubt. Oh, eine Schande ist das. Ich gehe mal nochmal zurück, einfach um die Mäuselöcher jetzt mal auszunutzen. Ach, guck mal da, ein Zeichen. Ein Zeichen der Stärke. Permanent plus 1 auf Stärke. Ist jetzt nicht ganz das, was ich brauche, aber hey. Nehme ich. Sag ich auf jeden Fall nicht nein. Und wir wissen, dass wir die Feuergestalt jetzt brauchen, um hier durchzukommen. Ui, das sieht aus, als ob das gleich sehr feurig hier wird. Deswegen würde ich gerne nicht in der Feuergestalt sein und mal zwischenspeichern. Jo. Ich hab's mir gedacht. Oh je, lass du mich in Ruhe. Sauerei. Noch mehr, natürlich. Natürlich! So, du bist tot. Oh je. Du aber noch nicht, sondern jetzt erst. Easy. Oh, da hinten sind noch mehr Feinde unterwegs. Mein Gott. Warum das denn?
Das sind aber normale. Na, dann will ich hier einen Feuerball reinwerfen. Und zwar hier. Ich meine, es funktioniert ja, ne? Okay, können wir... Ihr heilt mich durch Feuer. Ihr seid Idioten. Das wisst ihr schon, ne? Okay, Blitz ist uncool. Ich bin tot. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gestorben bin, oder? Glaube. Okay, schnell alle verbrennen. Jetzt schnell zurückgehen. Gestalt wandeln. Schild rein. Einmal heilen. Einmal mein Irrlicht auswählen. Und jetzt gegen euch vorgehen. Stopp, einmal heilen bitte. Gefährlich. So, was machen wir denn jetzt? Wir töten sie. Hat's funktioniert? Ich glaube, es hat funktioniert. Mein Gott. Kann mal jemand den Kerzenleuchter da unten oder da oben runterholen? Gegen was kämpft ihr gerade? Kämpft ihr gegeneinander? Was war hier los? Komisch. Ihr Leute seid komisch. Wir tun den Leuten weh. Wir sind Magier. Ja, unsere Magie verleiht uns Macht über andere. Nutzt eure Gabe heute. Lasst uns ein Spiel spielen. Wer die meisten Schmerzen verursacht, gewinnt. Mach ich mit? Wie wär's mal mit ein paar Verbrennungen 5. Grades? Könnt ihr vielleicht nicht gegen mich alles einsetzen? Da wäre ich euch sehr verbunden. Aber solange ihr nur Feuer einsetzt, ist alles gut. Och, jetzt greif ihn doch an! Könntest du... Greif... Meine Fresse, greif ihn an! Warum... Warum hast du die verdammten Eingaben nicht gemacht? Oh, sowas nervt. Sowas nervt richtig. Wo geht's denn hier hoch? Dir soll ich helfen? Mach ich gerne. Hier. Erstmal alle kurz umschlagen. Alle nochmal extra verbrennen. Jetzt rennen wir mal ein bisschen. Wir haben's, oder? Ich glaube, wir haben's. Danke. Es ist Zeit, dass dieser Traum endlich ein Ende nimmt. Ich gebe euch meine Stärke. Gegen den Dämon, der hier herrscht, wird sie euch nur wenig nützen. Aber vielleicht kann sie euch in anderen Reichen helfen. Findet eine Möglichkeit, alle Dämonenfürsten zu vernichten, um den Weg zum Dämon der Trägheit zu öffnen. Befreit uns alle aus diesem Albtraum. Das habe ich vor. Und ich kann jetzt ein Golem sein. Ist ja cool. Das ist ja cool. Wer ist denn hier oben? Soll ich es probieren? Soll ich mal weiter nach oben gehen? Ja, warum nicht, ne? Ui, das sind ein paar mehr. Kann ich bitte die Gestalt kurz... Ja gut, das war vielleicht nicht das Klügste. Verbrennt alle. Bitte, einfach nur verbrennen. Das war echt nicht das Klügste. Au, 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 au. Könntest du bitte nochmal umfallen? Warum wirst du geheilt? Finde ich sehr uncool von dir, dass du geheilt wirst. Hörst du auf, mich zu schubsen? Gut, die andere Magierin ist tot. Und der Golem damit auch. Mein Gott. Schön ist, dass die Golems halt nicht stark sind, was Magieschutz angeht. Aber sie können Türen einreißen. Oh Gott. Magier. Dann gehe ich mal in die Feuergestalt. Ah, nee, es sind gar keine Magier. Egal.
Dann kann ich ja tatsächlich in der Golem-Gestalt bleiben. Finde ich gut. Weil so mache ich wenigstens Schaden. Und erledige alle. Wo bin ich denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch nicht alle Gestalten. Aber ich kann mich trotzdem schon mal ein bisschen umschauen. Warum nicht, ne? Ein weiterer Golem. Den würde ich gern stunlocken. Weil Golem gegen Golem funktioniert auch relativ gut. Wenn du weißt, wie. Ja, das Schmettern ist halt ziemlich geil bei denen. Wo geht's denn hier oben lang? Das ist eine normale Tür. Ich hab den Steinwurf, ne? Oh, den werde ich auch direkt einsetzen müssen. Was ist denn normale Magier? Das ist so uncool. Genau deswegen. Können wir mal ganz kurz... Ich weiß, du willst mit mir kämpfen. Das ist ja auch in Ordnung. Fuck. Das war nicht klug. Ach, du lebst noch. Sag das doch. Wie ich einfach nicht treffe. So, was haben wir denn hier hinten? Absolut nichts. Das freut mich. Aber wisst ihr was? Wir werden in der nächsten Folge hier uns weiter umschauen. Wahrscheinlich noch die letzte Form uns holen. Und dann wahrscheinlich die Dämonen besiegen. Um hier endlich rauszukommen aus dem Nichts. Ich hoffe, euch hat das hier alles gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Also, bis dann!